Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik. Heute mit der ersten von zwei Sitzungen zum Thema Korpuslinguistik. Korpuslinguistik ist zum einen eine Methode der Linguistik, die sich vor allem auch mit computergestützten Methoden der Sprachanalyse nähert, die aber auch ganz interessante Konsequenzen hat für die Theoriebildung und vor allem ergeben sich auch jede Menge Anwendungsmöglichkeiten und insofern ist die Korpuslinguistik eine ganz wichtige Teildisziplin der angewandten Linguistik. Das haben wir heute vor. Ich möchte Ihnen zunächst erklären, was Korpora überhaupt sind und wofür man sie braucht in der Linguistik. Wir wollen uns dann die Unterscheidung anschauen zwischen sogenannten Referenz- und Spezialkorpora und ich möchte Ihnen noch einige wichtige Korpora vor allem, aber nicht nur, des Deutschen zeigen. Dann wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man eigentlich selbst Korpora erstellen kann, worauf man dabei zu achten hat und bei der Korpusaufbereitung gibt es auch noch ein paar technologisch orientierte Schritte, die ich Ihnen zeigen möchte, nämlich Annotationen und die Erfassung von sogenannten Metadaten. Die Lernziele bestimmen sich wie folgt. Sie können erklären, was Korpora sind und wofür man sie in der Sprachwissenschaft braucht. Sie können außerdem den Unterschied erklären zwischen Referenz- und Spezialkorpora. Sie können auch erklären, was Annotationen und Metadaten sind, wofür man sie jeweils braucht und auch wie man es technisch lösen kann. Da müssen Sie nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber so ein paar Grundprinzipien sollten Sie wiedergeben können. Und ganz wichtig, Sie müssen den Unterschied erklären können zwischen Types und Tokens. Das werde ich Ihnen später genau erklären. Was also ist eigentlich ein Korpus? Korpus ist ja auch ein Wort, was wir im Alltagssprachgebrauch haben und wenn wir bei der Google-Bildersuche mal nach Korpus suchen, dann finden wir Beispiele dafür, was wir im Alltag Korpus nennen. Ja, wir haben dieses Metallding, was manchmal bei uns unter oder neben dem Schreibtisch steht. Auch den Klangkörper von Instrumenten nennen wir Korpus. Und wenn Sie aus Bayern kommen, wo oftmals an Wegkreuzungen solche Kruzifixe stehen, dann wissen Sie vielleicht, dass man auch bei diesen Darstellungen den Leib Christi auch manchmal Korpus nennt. Ja, gleich vorweg, das, was wir in der Linguistik mit dem Korpus meinen, hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Was wir mit Korpus meinen, kann man vielmehr hier sehen. Hier ist nämlich mal eine Korpusanalyse. Ich habe in einem ganz wichtigen Korpus des Deutschen, dem deutschen Referenzkorpus, mal nachgesehen, wie das Wort Korpus verwendet wird, ja, also ein bisschen Meta, und habe eine sogenannte Kookurrenzanalyse durchgeführt. Was das genau ist, werden wir in der kommenden Sitzung besprechen. Aber hier sehen wir mal, wie in vor allem Pressetexten das Wort Korpus verwendet wird. Dann sehen wir sowas wie Saite, Kreuz, Gitarre, Gusseisern, Hohl, Bestehen, Hölzern, Klopfen, das verweist vor allem auf diese Arten von Korpus, wie wir sie gerade auf den Bildern gesehen haben. Hingegen, das, was wir in der Linguistik meinen, ist vor allem eine Textsammlung und dazu möchte ich Ihnen hier diese Definition von Korpus liefern, wie sie Lemnitzer Zinsmeister vorschlagen und das ist die umfassendste und beste Definition, die ich kenne. In der deutschsprachigen Einführungsliteratur, dort wird formuliert, ein Korpus ist eine Sammlung schriftlicher oder gesprochener Äußerungen in einer oder mehreren Sprachen. Die Daten des Korpus sind digitalisiert, das heißt auf Rechnern gespeichert und maschinenlesbar. Die Bestandteile des Korpus, die Texte oder Äußerungsfolgen, bestehen aus Daten selbst sowie möglicherweise Metadaten, die diese Daten beschreiben und aus linguistischen Annotationen, die diesen Daten zugeordnet sind. Ja, wir werden die Details noch im weiteren Verlauf der Vorlesung besprechen. Metadaten, Annotationen, zunächst mal ganz wichtig, es ist eine Sammlung schriftlicher gesprochener Äußerungen und deswegen ist es auch klar, warum Korpora so wichtig sind für die linguistische Forschung, einfach als empirische Basis, das worauf wir uns stützen, wenn wir Sprache untersuchen und wir können eben heutzutage im 21. Jahrhundert dabei auch auf die Hilfe von Computern vertrauen, die es uns ermöglichen, große, wirklich sehr große bis riesige Mengen von sprachlichen Daten computergestützt auszuwerten.
Ich möchte eine ganz wichtige Unterscheidung hier einbringen, die den Unterschied zwischen Korpus im alltagssprachlichen Sinne und Korpus im linguistischen Sinne betrifft. Nämlich, bitte merken Sie sich, es heißt tatsächlich das Korpus. Das ist einfach auch der ursprünglichen Bedeutung des Wortes auch angemessen. Korpus kommt aus dem Lateinischen und ist dort tatsächlich Neutrum. Trotz der Us-Endung ist es Neutrum und deswegen ist auch in der Linguistik immer, heißt es immer das Korpus. Ich habe das hier rot hervorgehoben, fett mit 28 Millionen Ausrufezeichen, weil es immer falsch gemacht wird. Ja? In fast jeder Hausarbeit und in fast jeder Abschlussarbeit und in fast jedem Referat heißt es immer der Korpus. Wir machen intern, wir Dozierenden immer den Witz, wer der Korpus sagt, kriegt sofort eine Note Abzug. Ja, also ganz so schlimm ist es nicht, aber versuchen Sie sich bitte zu merken, dass es das Korpus heißt. Linguistische Korpora, also Textsammlungen gibt es ja nicht nur in der Linguistik, ja, das machen wir in allen möglichen Disziplinen oder auch Sie zu Hause haben ja auch vielleicht ein Bücherregal, wo auch Texte drinstehen, ja, auch das könnten wir sagen, ist eine Textsammlung. Sie haben alle auch ein E-Mail-Postfach, wo wir sagen können, da sind die Daten sogar maschinenlesbar. Aber was sind also linguistische Korpora? Was unterscheidet die nochmal? Da hat Stefanovic vorgeschlagen, dass die drei Eigenschaften aufweisen. Nämlich erstens, the instances of language use contained in it are authentic. Also wir versuchen keine Beispiele zu erfinden, sondern wir versuchen tatsächlichen Sprachgebrauch, wie er im Real Life tatsächlich vorgekommen ist, zu sammeln und zu erfassen. Zweitens, the collection is representative of the language of variety under investigation. Ja, also zum Beispiel gibt es Jugendsprachkorpora oder es gibt Fachsprachenkorpora, es gibt Fußballberichterstattungskorpora. Und wenn wir eben etwas über Fußballspielberichterstattung im deutschsprachigen Raum aussagen möchten, aufgrund von Korpora müssen wir eben versuchen, die Sammlungen so zusammenzustellen, dass es repräsentativ ist. Ja? Und als letztes, the collection is large. Man kann natürlich auch theoretisch einfach zwei Texte hernehmen und sagen, das ist mein Korpus, aber man vergibt sich die Möglichkeiten, die wir haben mit den modernen Methoden, mit den neuen Technologien, wenn wir uns auf so wenige Texte beschränken. Ja? Also es beginnt Spaß zu machen bei 1 Million Wörtern, und ist nach oben hin unbegrenzt. Mehrere Milliarden Wörter können wir problemlos auswerten. Und Korpuslinguistik können wir nun ganz allgemein bestimmen, und das ist fast ein bisschen trivial, ist jener Teilbereich in der Linguistik, in dem man Sprachgebrauch empirisch untersucht, indem man Korpora analysiert. Ja, und das ist aber nicht wirklich trivial, denn man hat in der Linguistik ganz lange darauf verzichtet, mit solchen Textsammlungen zu arbeiten in der empirischen Analyse oder ja, überhaupt in der Sprachanalyse. Ich werde es Ihnen gleich noch zeigen. Stefanovic hat dann noch ein bisschen präziser formuliert, worum es geht in der Korpuslinguistik, wenn er sagt, Korpuslinguistics is the investigation of linguistic research questions. Ja, das ist ganz wichtig, dass es sich um sprachwissenschaftlich motivierte Fragestellungen handelt. Und dann geht es weiter, that have been framed in terms of the conditional distribution of linguistic phenomena in a linguistic corpus. Es geht um die bedingte Verteilung, die konditionelle Distribution. Wir können das anschließen an das, was wir an der Soziolinguistik gemacht haben. Da hatten wir ja auch gesprochen von der Verteilung von von sprachlichen Varianten gemäß sozialen Faktoren, ja, also wie sich bestimmte Aussprachevarianten verteilen, je nach Schichtzugehörigkeit. Und hier haben wir also auch abhängige und unabhängige Variablen. Und da haben wir genauso bedingte Verteilungen. Und Labov hat es eben so gemacht, dass er eine Erhebung gemacht hat, Interviews geführt hat. Das waren also künstlich herbeigeführte Daten, genauso bei der Follow-up-Studie, wo er ja Menschen auch Texte hat vorlesen lassen. Und in der Korpuslinguistik wird es eben darum gehen, natürliche Daten, wie wir sagen, also nicht künstlich erhobene Real-Life-Daten zu erfassen und dann nach bedingten Verteilungen zu suchen. Was mögliche unabhängige Variablen sein könnten, werden wir noch sehen. Ich deute es schon mal an, sowas wie Textsorte, Entstehungsort,
Entstehungsdatum und so weiter. Ja? Und darum geht es in der Korpuslinguistik. Wir werden nachher eine Reihe von Beispielen kennenlernen, wofür man das braucht. Aber also warum stützt man sich nun überhaupt auf Corpora? Wozu machen wir das? Es ist, wie gesagt, wissenschaftshistorisch überhaupt nicht selbsterklärend, dass man so vorgeht, weil in der Linguistik ganz lange andere Methoden üblich waren. Na, denn der klassische Weg, vor allem in der Grammatikforschung, wenn wir mal sagen würden, das ist sozusagen der Kern der Sprachwissenschaft, und dafür hat ja zum Beispiel de Saussure plädiert, der klassische Weg der Grammatikforschung funktioniert so, dass wir uns Beispielsätze konstruieren und dann mit Akzeptabilitätsurteilen arbeiten. Und so möchten wir das erfassen, was zum Beispiel Noam Chomsky die grammatische Kompetenz genannt hat. Wir sind in der Lage, grammatischen von ungrammatischen Sätzen zu unterscheiden, relativ losgelöst von der konkreten Bedeutung und der kommunikativen Funktion, können wir einfach sagen, als Muttersprachlerin stimmt die Syntax oder stimmt sie nicht. Ja, und das ist eine faszinierende Methode, mit der man wirklich erstaunlich weit kommt. Gucken wir mal sowas. Wir sehen hier einen Satz. Wir wissen, der Weg ist noch lang. Es ist eine interessante Konstruktion, weil wir hier einen abhängigen Hauptsatz haben. Schauen Sie mal das, was nach dem Komma steht. Der Weg ist noch lang. Hat ja eine Verb-Zweitstellung, wie wir es von Hauptsätzen kennen. Es ist aber eingebettet in einen Matrix-Satz. Wir wissen, wir könnten noch formulieren, wir wissen, dass der Weg lang ist. Ja, wir können es aber auch eben so mit einem eingebetteten Hauptsatz formulieren. Wir wissen, der Weg ist noch lang. Jetzt gibt es ein interessantes Phänomen, was Muttersprachlerinnen an sich selber überprüfen können, dass das nicht funktioniert bei negierten Hauptsätzen. Wir können nicht formulieren, wir wissen nicht, der Weg ist noch lang. Hier ist nur akzeptabel, wir wissen nicht, dass der Weg noch lang ist. Ja? Und das ist was, wofür wir nicht in Corpora nachschauen müssen. Wir können uns einfach die beiden Sätze vorlegen und merken, der erste geht und der zweite geht nicht. Ja? Und das ist, wie gesagt, einer der, so geht man normalerweise vor, man variiert Sätze und guckt, was kann man einfügen, was kann man wie ändern und ab wann wird es ungrammatisch, und so kann man versuchen, vorzudringen zu dem, was wir grammatische Kompetenz nennen. Allerdings kommt man damit eben auch nur ein Stück weit, denn wir können uns jetzt mal fragen, aus einer soziolinguistischen Sicht, wie verlässlich sind eigentlich Akzeptabilitätsurteile, wenn wir etwas über Varietäten erfahren wollen, und zwar gerade solche Varietäten, die sich abseits der sogenannten Standardvarietät bewegen. Ja, wir hatten ja gesagt, die Standardvarietät ist besonders prestigeträchtig, an der wir uns orientieren. Das konnte Labov zeigen in seiner Follow-up-Studie. Je bewusster Menschen artikulieren, desto mehr orientieren sie sich an der prestigeträchtigen Standardvarietät. Wenn wir also in so einem künstlichen Setting sind, wo wir bewusst darüber nachdenken, über die Akzeptabilität von Sätzen, werden wir uns wahrscheinlich an der Standardgrammatik orientieren. Und wie können wir jetzt was über Varietäten erfahren? Zum Beispiel auch einfach nur über mündlichen Sprachgebrauch und dort typische grammatikalische Muster. Nehmen wir mal das hier. Das hatten wir besprochen, das hatten wir gesehen, dieses Zitat, als wir uns mit dem Olivia Jones Interview beschäftigt hatten. Dort sagt Olivia Jones irgendwann, ich bin froh, wenn ich wieder zurück bin, weil Hamburg ist sehr vielfältig. Wenn wir uns jetzt nur auf unsere grammatische Kompetenz stützen, uns den Satz vorlegen und ein Akzeptabilitätsurteil fällen, dann würden wir wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, das ist grammatisch nicht akzeptabel. Ja? Ich habe Ihnen dazu auch die Befunde gezeigt. Wenn man fragt, wie akzeptabel, wie grammatisch korrekt ist für Sie so ein Satz, mit Verb-Zeitstellung wird es von den allermeisten als grammatisch falsch zurückgewiesen, und die wenigsten wissen von sich selbst, dass sie selber auch diese Konstruktion verwenden. Ja, und das heißt, wenn wir keine Corpora zur Verfügung haben, dann würden wir das einfach als ungrammatisch zurückweisen, würden es gar nicht zum Untersuchungsgegenstand machen, und selbst wenn wir was darüber rausfinden wollen, dann reicht es eben nicht, in sich selbst reinzuhorchen. Ja, sondern da muss man eben nachschauen, wie wird es konkret verwendet. In authentischen Beispielen muss man nachgucken. Und das können wir machen. Ja, wir können zum Beispiel hier in der Datenbank gesprochenes Deutsch nachschauen. Das ist ein ganz wichtiges Korpus der gesprochenen Sprache, wo wir transkribierte Daten finden.
Und da können wir jetzt suchen nach dem Wort weil und sagen, dass zwei Wörter rechts von dem weil ein Verb stehen soll, in der Hoffnung, dass wir so weil mit Verb-Zweitstellung finden. Und tatsächlich sehen wir hier sowas wie weil ich bin jetzt echt müde, weil das funktioniert nach bestimmten Regeln, weil rot finde ich im Moment nicht okay, danke. Also genau die Konstruktionen, wie wir sie besprochen hatten in der Sitzung zur Gesprächsanalyse. Und um das wirklich untersuchen zu können, jetzt überlegen zu können, welche Funktion erfüllt ist, ist es und zum Schluss zu kommen, dass es sich um epistemische Begründungen handelt, dazu brauchen wir Korpusdaten. Ja, und nicht nur in der Gesprächsanalyse, sondern auch in der Sprachgeschichtsforschung brauchen wir natürlich Korpusdaten. Wir können uns nicht Mittelhochdeutsch ausdenken oder Althochdeutsch, wenn wir etwas über syntaktische Muster in diesen vergangenen Sprachstufen herausfinden wollen. Ja? Das heißt, die Sprachgeschichtsforschung arbeitet immer schon natürlich mit Textsammlungen und auch in der Gesprächsanalyse können wir uns Dialoge schlecht ausdenken. Das war ja der Einwand der Gesprächsanalyse versus der Sprechakttheorie, dass die Sprechakttheorie mit fingierten Daten arbeitet und sie haben gesagt, nein, wir brauchen authentische Daten. Ja, also insofern arbeiten zumindest diese beiden Disziplinen immer schon korpusgestützt. Auch die Lexikographie arbeitet so. Sie kennen Belegwörterbücher, zum Beispiel Grimms Wörterbuch. Wenn nicht, schauen Sie mal danach auf Wörterbuchnetz, können Sie darin blättern. Und auch der Duden arbeitet inzwischen so, wenn also neue Wörter erfasst werden sollen, dann versucht man auf Grundlage von Textsammlungen herauszufinden, wie das Wort gebraucht wird, in welchen Kontexten, mit welcher Bedeutung, mit welcher Funktion, in welcher Stillage, zu welchem Register gehört es. Und all das können wir eben nur auf Grundlage von Korpusdaten seriös erfassen. Ja, und vergleichsweise neu hingegen sind nun die computergestützten Auswertungsmöglichkeiten und dementsprechend auch die Datenmengen, die wir bewältigen können. Ein Sprachgeschichtsforscher im ausgehenden 19. Jahrhundert, der hatte nur eine begrenzte Zahl an Texten zur Verfügung und konnte auch nur eine begrenzte Zahl an Texten zur Kenntnis nehmen. Lesen dauert lange, man muss die Bücher sich beschaffen und so weiter. Und heute gibt es eben sehr, sehr viele Textdaten in elektronischer Form und wir können auch den Computer heranziehen, um diese Daten zu scannen, zu durchsuchen, Muster zu erkennen. Also riesige Datenmengen können bewältigt werden und das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten für die empirische Sprachgebrauchsforschung. Und deswegen ist die Korpuslinguistik in fast allen Teildisziplinen der Linguistik sehr, sehr wichtig geworden. Ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen. Sie kennen ja vielleicht solche Äußerungen wie, ist das denn? Wie ist das bitte? Und wie ist das eigentlich? Welche Adjektive würden Sie hier einsetzen? Sie haben wahrscheinlich sofort einen Impuls, aber ich würde Sie mal bitten, jetzt kurz das Video zu pausieren und sich zu notieren, welche Wörter Sie spontan einsetzen würden mit den drei Varianten für die Modalpartikeln hier. Also mit denn, bitte und eigentlich. Immer das Gleiche oder würden Sie da so gefühlt mal noch Unterschiede machen? So, jetzt haben Sie das gemacht und Sie werden gemerkt haben, ja gut, man kann sich schon irgendwie überlegen, was würde ich da einsetzen, was klingt für mich angemessen, was klingt für mich eher schräg. Und wir könnten jetzt das Ganze mit sehr, sehr vielen Leuten machen, wir könnten 1000 Leute fragen und würden aber immer das Problem haben, dass wir Leute gezielt gebeten haben, sich zu überlegen, was hier angemessen sein könnte. Es ist also ein künstliches, geradezu experimentelles, laborartiges Untersuchungssetting. Wir möchten jetzt aber herausfinden, wie es denn in der Welt da draußen tatsächlich verwendet wird, ob es da tatsächlich Unterschiede gibt in der Verteilung der Adjektive, je nachdem, welche Modalpartikel wir einsetzen. Dazu können wir Corpora heranziehen. Da gibt es die webcorpora.org. Das ist eine große, große Sammlung von automatisiert erhobenen Webtexten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz im Jahre 2016 erhoben. Und Sie sehen hier langweilig, bescheuert, dreist, hier nur mal die Füllwerte für die Denn-Formulierung. Und in diese Corpora kann man jetzt auszählen und dann findet man, dass bei wie ist das denn
geil mit Abstand das häufigste ist. Ja, und wir finden dann auch sowas wie cool, kommt dann später. Und dann kommt auch was negativ Wertendes, krank, peinlich, blöd, krass, bescheuert, doof und irgendwann auch genial und so weiter. Also Sie sehen wertende Adjektive. Also nicht so sehr im Sinne von, wie grün ist das denn, sondern vor allem wertende Adjektive und zwar vor allem positiv wertende. Bei Bitte ist es schon ein bisschen weniger eindeutig, ist es wesentlich seltener, immer noch ist geil das häufigste, aber jetzt ist an zweiter Stelle schon krank. Ja? Wie krank ist das bitte, wie schlecht ist das bitte, wie lächerlich ist das bitte. Also hier gibt es schon eine größere Neigung zu negativ wertenden Sachen und erst recht ist das so bei eigentlich. Bei eigentlich, wie ist das eigentlich, finden wir vor allem negativ wertende Adjektive, krank, bescheuert, schlecht. Und dann ist hier geil nur noch an vierter Stelle. Wir können also an Korpusdaten hier sehr klar eine Tendenz erkennen, eine Verteilung erkennen. Kann man, hätten Sie es gewusst? Deckt sich das mit Ihren spontanen, eher so gefühlten Zugriffen? Kann sein, dass es sich deckt, aber dann wüssten Sie nie, ob das jetzt wirklich Zufall ist und wir können auf Grundlage von Introspektion, wie wir sagen, also nur in sich hineinhorchen, nicht wirklich verlässliche Urteile treffen darüber, wie der konkrete, echte Sprachgebrauch funktioniert. Ja, und deswegen brauchen wir unbedingt Korpora. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Typen von Korpora, mit denen wir arbeiten in der Linguistik. Wir haben Spezialreferenzkorpora und Spezialkorpora. Referenzkorpora versuchen, eine Sprache möglichst repräsentativ zu dokumentieren. Und zwar ist hier eine Sprache natürlich total vermessen, ja, wenn wir sagen, das Deutsche, wie unfassbar vielfältig ist das Deutsche. Ja? Und wir können sehen, dass es ein großer Aufwand wäre, und sehr, sehr viele verschiedene Domänen, Textsorten, Bereiche und so weiter erfassen müssen, um wirklich das Deutsche zu erfassen. Aber trotzdem ist das zunächst mal von der Idee her das Ziel. Das Problem ist natürlich, das geht eigentlich nur bei toten Sprachen und auch da überhaupt nur, auch nur in der Theorie. Aber beim Lateinischen ist es theoretisch möglich, tatsächlich jede schriftliche Äußerung, sofern sie heute noch verfügbar ist und nicht verloren gegangen ist, zu erfassen. Das wird dann sehr viel werden. Es gibt immer noch genug lateinische Texte, die noch nicht erfasst sind und noch nicht in Korpora abgebildet sind. Aber es wäre theoretisch möglich beim Deutschen, keine Chance. Ja? Allein deswegen, weil sekündlich ja, neue Daten mit dazukommen. Und die Sprache immer weiter verändert. Spezialkorpora versuchen gar nicht erst, das Deutsche komplett zu erfassen, sondern sie versuchen, einen bestimmten Sprachausschnitt zu erfassen. Der kann sehr, sehr eng begrenzt sein. Ja? Die Sprache der Skater in Berlin-Neukölln zum Beispiel und Fachsprachen, ja, die Fachsprache der Flugzeugtechnik der späten DDR zum Beispiel könnte man versuchen zu erfassen. Das wäre dann theoretisch möglich, aber auch hier ist es so, dass wir hier die Daten erfassen wollen und erfassen müssen, die für diesen Sprachausschnitt repräsentativ sind. Und wir müssen natürlich im Untersuchungsdesign begründen, warum wir genau diesen Sprachausschnitt wählen und warum wir diese und jene Daten wählen. Ja, also repräsentativ muss es immer sein. Es ist nur die Frage, wofür eigentlich repräsentativ und da gibt es sozusagen verschiedene Skalierungsstufen. Ich möchte Ihnen ein paar Korpora vorstellen, mit denen im Deutschen gearbeitet wird. Ich möchte das ganz kurz halten. Ich bitte Sie einfach darum, bei Interesse die URLs anzuklicken und sich das selber anzuschauen. Das wichtigste Korpus des Deutschen ist das deutsche Referenzkorpus, was schon vom Titel her eben den Anspruch hat, möglichst umfassend das Deutsche abzubilden, mit 47 Milliarden Wörtern sehr groß. Und wir haben hier verschiedenste Kommunikationsbereiche, Märchen, Plenarprotokolle, Wikipedia-Diskussionen und vor allem Pressetexte, riesige Mengen. Und wir haben eine bequeme webbasierte Analyseplattform, die sehr, sehr komplexe Korpusabfragen ermöglicht. Und wir können auch statistische Auswertungen vornehmen.
Wir haben als zweites wichtiges Referenzkorpus das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Das ist eine Webplattform, wo wir insgesamt 27 Milliarden laufende Wörter haben, also auch sehr viel, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Daten hier lemmatisiert und Part of Speech annotiert sind. Was das ist, werden wir nachher noch besprechen. Hier gibt es eine Besonderheit, wir haben das Kernkorpus, das sogenannte Kernkorpus. Hier haben wir Texte aus dem 20. Jahrhundert, und zwar ausgewogen, zeitlich und nach Textsorten einigermaßen ausgewogen. Das heißt, wir haben für jedes Jahrzehnt ungefähr gleich viele Texte. Und wir haben die Kommunikationsbereiche Wissenschaft, Literatur. Was haben wir noch? Wir haben Gebrauchstexte und Zeitungstexte. Für diese vier Textsortenbereiche auch jeweils gleich viel Texte. Und dann können wir sehr präzise Aussagen darüber machen, ob ein Wort oder eine Konstruktion seltener oder häufiger wird im Verlauf der Jahrzehnte, ob es eher der Pressesprache oder eher der Wissenschaftssprache zugehört und so weiter und so fort. Wir haben ja auch das Deutsche Textarchiv, wo Sie Daten im Umfang von 157 Millionen Wörtern aus vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten abrufen können und für die Sprachgeschichtsforschung eine unfassbar wichtige Ressource. Und wir haben eben hier Möglichkeit, auf die annotierten Daten zuzugreifen und auch interessante syntaktische Suchanfragen zu stellen, was sehr bequem ist. Nur mal ein Beispiel. Wir können suchen nach dem Muster, weil gefolgt von einem Adverb, gefolgt von einem finiten Verb. Ja? Weil morgen kommt meine Mama. Ja? Ich muss noch aufräumen, weil morgen kommt meine Mama. Hier haben wir also ein Muster, was darauf hindeutet, dass es weil mit Verb-Zweitstellung finden könnte. Und tatsächlich, wenn wir das Ganze im Blockkorpus machen, sehen wir hier jede Menge Belege. Wir hatten ja gesagt, das ist eigentlich eine Konstruktion, die vor allem für das gesprochene Deutsch üblich ist. Wir finden aber in modernen webbasierten Textsorten, dass hier auch im Schriftlichen sehr mündlich formuliert wird. Wir werden das beim Thema Medienlinguistik noch aufgreifen. Also in internetbasierten Textsorten finden wir auch im Schriftlichen typisch mündliche Konstruktionen, wie hier, weil eigentlich stimmt meiner Ansicht nach soweit alles. Weil da gibt es ja die Taste wiederherstellen oder so. Ja, und hier können wir also auch im Geschriebenen diese Konstruktion untersuchen und mit dieser Suchanfrage finden wir dafür jede Menge Belege. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz Sketch Engine ans Herz legen. Das ist eine Software, die eigentlich kostenpflichtig ist, aber über Ihren Uni-Account können Sie frei drauf zugreifen. Da haben Sie ein tolles Korpus, was 19 Milliarden Wörter groß ist, Webtexte. Nicht nur im Deutschen haben Sie Daten, sondern auch fürs Englische, Polnische, Französische, Spanische, Portugiesische, Arabische, Chinesische und so weiter. Und Sie können hier vor allem auch eigene Korpora hochladen und die Annotationsmöglichkeiten, die statistischen Analysemöglichkeiten und so weiter nutzen. Ganz kurz möchte ich noch das British National Corpus erwähnen, was so, für viele Korpusprojekte weltweit das große Vorbild ist. Das ist ein Korpus, was zwischen geschriebener und gesprochener Sprache ausgewogen ist, ja, also jeweils gleich viele Korpustexte mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch, ja, unfassbar tolles Projekt. Und wir haben eben noch die erwähnte Datenbank gesprochenes Deutsch, aus denen ich eben schon Daten gezeigt habe. Ich möchte ganz kurz auch noch einige Spezialkorpora erwähnen, mit denen wir arbeiten können im Deutschen. Also wie gesagt, Korpora, die einen bestimmten Sprachausschnitt versuchen zu erfassen. Wir haben zum Beispiel das Dortmunder Chat-Korpus. Da haben wir die klassischen Internet-Relay-Chats, wie sie ein bisschen aus der Mode gekommen sind, wie sie aber in den späten 90er Jahren, frühen 2000er Jahren sehr, sehr populär waren. Und da können Sie unter dieser Webadresse selber drin recherchieren. Wir haben die Mobile Communication Database, da sind WhatsApp-Chats erfasst und zwar auch Gruppen-Chats mit über 30.000 Nachrichten. Da können Sie auch übrigens Daten spenden, wenn Sie daran interessiert sind und selber auch daran mitwirken wollen, dass die Korpusgrundlage für die Untersuchung von Messenger-Kommunikation weiter wächst.
Mein Kollege Noah Bubenhofer hat das Text Bergkorpus erstellt. Da finden Sie die Jahrbücher des Schweizer Alpenvereins aus dem Zeitraum von 150 Jahren erfasst. Und ich selber biete an die Corpora zur Fußballlinguistik, wo Sie Texte aus der internetbasierten Fußballberichterstattung durchsuchen können. In verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch, Russisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Tschechisch, ja, jede Menge. Und wir haben Live-Ticker, Spielberichte, Taktikanalysen und vieles andere mehr im Umfang von 44 Millionen laufenden Wörtern. Wenn Sie sich dafür interessieren, klicken Sie gerne mal rein. Ich gebe Ihnen gerne einen Account. Wenn wir diese Corpora nutzen, die ich Ihnen gezeigt habe, dann können wir das vergleichen mit Essen gehen. Ja, andere haben für uns gekocht, es ist sehr bequem, die Daten sind schon aufbereitet, wir gehen einfach hin ins Restaurant und lassen uns beliefern. Wir können natürlich aber auch versuchen, selber zu kochen. Ja, und wir können jetzt mal überlegen, was sind eigentlich die Vorteile von Essen gehen und was hingegen sind die Vorteile von selber kochen. Und was sind auch jeweils die Nachteile? Wir könnten ja sagen, gut, wer essen geht, ja, der spart Zeit, der spart Mühe. Wir können auch Dinge probieren, die wir selber nicht oder zumindest nicht in dieser Qualität zubereiten können. Ja, ich gehe sehr, sehr gerne chinesisch essen und ich habe auch schon versucht, selber chinesisch zu kochen, aber irgendwie kriege ich das mit den Gewürzen nicht so gut hin. Ja, und deswegen gehe ich halt wirklich sehr gerne zum Chinesen. Und das können Sie ja beliebig auf andere Küchen erweitern. Hingegen, wenn Sie selber kochen, ja, haben Sie viele Vorteile, die Sie im Restaurant nicht haben. Sie wissen zum Beispiel ganz genau, was drin ist. Wenn Sie Lebensmittelunverträglichkeiten haben oder auch sonst einfach gerne die Kontrolle haben über die Qualität der Lebensmittel. Jeder Spezialwunsch ist möglich. Ja? Also vielleicht sind Veganer unter Ihnen, ich gehe mal schwer von aus. Dann können Sie ganz beliebig zusammenstellen nach Ihren Sonderwünschen. Und vor allem haben Sie auch das unvergleichliche Selfmade-Gefühl, wie ich das nenne. Also selbst wenn mein selbstgekochtes Gericht vielleicht nicht ganz so brillant, super gut schmeckt wie im Restaurant, weil ich selbst gemacht habe, auch das ist natürlich einfach ein toller Effekt und das macht ja auch einfach Spaß. Und wir können genau das auch auf Corpora übertragen. Ja? Also wer bestehende Corpora nutzt, klar, der spart Zeit und Mühe und wir können auch Daten untersuchen, auf die wir selber keinen Zugriff haben. Es gibt ein tolles Korpus, wo gesprochene Wissenschaftssprache erfasst ist. Zum Beispiel sowas wie studentische Referate, Sprechstundengespräche oder auch Konferenzbeiträge. Ich habe solche Daten nicht auf meinem Rechner, zumindest nicht in aufbereiteter Form. Wenn ich das untersuchen will, muss ich das Angebot der Kolleginnen aus Leipzig nutzen. Ja, allerdings, wenn ich meine Corpora selber zusammenstelle, weiß ich ganz genau, was drin ist. Ich kann sie genau so zusammenstellen, wie ich es für meine Untersuchungen brauche. Und auch hier, das kann ich Ihnen versichern, es macht einfach Spaß, mit selbst erhobenen Daten zu arbeiten. Und probieren Sie das bitte unbedingt aus. Ja, also Corpora selber erstellen ist auch eine ganz wichtige Kompetenz, die Sie unbedingt erwerben sollten im Verlauf Ihres Studiums. Aber wie machen wir das eigentlich? Worauf müssen wir achten, wenn wir Corpora erstellen? Zunächst mal ist es wichtig hinzuweisen, dass es die Gefahr besteht eines Zirkelschlusses, wenn wir rein linguistische Auswahlkriterien haben. Ja, also wir fragen uns, welche Texte sammeln wir jetzt eigentlich? Wir könnten ja zum Beispiel sagen, wir interessieren uns jetzt für weil mit Verb-Zweitstellung und immer wenn wir einen Text finden, in dem weil mit Verb-Zweitstellung vorkommt, machen wir einen Screenshot oder speichern das ab oder erfassen es jedenfalls im Korpus. Und das wird dann nicht allzu lange dauern und irgendwann werden wir doch eine beträchtliche Sammlung an Texten parat haben. Ja, aber trotzdem, ist das wirklich der richtige Weg? Was können wir dann aussagen? Ja, wir haben eine Beispielsammlung, klar, aber wir können dann zum Beispiel überhaupt keine Aussage darüber treffen, wie verbreitet dieses Phänomen eigentlich ist. Denn wir haben ja nur diese Fälle erfasst, wo es tatsächlich vorkommt. Ja, und deswegen wäre es doch eigentlich viel besser, generell ein großes Korpus zu haben, um dann sagen zu können, dass in irgendwie, keine Ahnung, in 10% aller Weilsätze im Gesprochenen sind Weil mit Verb-Zweitstellung. Wahrscheinlich müssen wir sogar eher höher ansetzen. Ich habe es noch nicht ausgezählt. Das heißt, wenn wir Corpora erstellen, sollten wir es so machen, dass
quantifizierende Aussagen möglich sind. Ja, also selbst wenn wir nicht primär darauf abzielen, in unserer Analyse solche quantitativen Aussagen zu treffen über Verteilungen, es muss zumindest möglich sein, und das ist ein ganz wichtiges Kriterium für die Zusammenstellung von Korpora. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen. Wir interessieren uns mal für das Wörtchen also, und zwar in einer bestimmten Verwendungsweise, die man nennt das Vorvorfeld. Ein Satzinitiales also im Vorvorfeld. So ein Satz wie also ich bevorzuge die klassische Variante. Vielleicht haben Sie mal Faserland gelesen von Christian Kracht, was unter anderem berühmt davor geworden ist, weil es mit genau so einer Konstruktion anfängt. Also, ich war auf Sylt angekommen oder so ähnlich fängt es an. Ja? Das ist eine Formulierung, Sie werden merken, das klingt sehr mündlich. Ja, das ist was, was wir so im Schriftlichen wahrscheinlich eher seltener verwenden würden. Das ist was, hat was sehr mündlich Erzählendes, und genau das ist ja auch der Effekt bei Christian Kracht. Und wir können jetzt hergehen und können mal nachschauen in den Korpora des DWDS, des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, und können nachschauen, wie wird es eigentlich in der Zeitung Die Zeit verwendet und auch in Mode- und Beauty-Blogs. Ja, da gibt es einen Subkorpus, wo Mode- und Beauty-Blogs erfasst sind aus diesem Zeitraum. Und wir finden 267 Treffer versus 16.000 Treffer. Wir müssen dann natürlich hergehen und müssen die relativen Häufigkeiten uns anschauen. Denn die Korpora sind unterschiedlich groß. Ja? Das Mode- und Beauty-Blog-Korpus ist viel, viel größer, umfasst viel mehr Wörter als das Zeitkorpus. Deswegen müssen wir das verrechnen. Eine übliche Währung sozusagen ist, dass wir rechnen in pro Millionen Wörter. Und dann finden wir, dass es in der Zeit nur 0,5 Mal pro Million Wörter vorkommt, in Mode- und Beauty-Blogs hingegen fast 53 Mal pro Million Wörter. Ja, also mehr als 100 Mal so häufig. Ja, und das hat was mit Sprachwandel zu tun, weil das Beauty-Blog-Korpus aus einem neueren Zeitraum stammt. Es hat aber vor allem auch was mit der besonderen Textsorte zu tun, dass in Blogs eben ein eher mündlicher Stil gewählt wird. Wir werden das noch wieder aufgreifen in der Sitzung zur Medienlinguistik. Ja, und das heißt, wir sollten versuchen, wenn wir unsere Korpora zusammenstellen, eher pragmatische Kriterien anzusetzen, welche die den Sprachgebrauch betreffen. Und hier gibt es mal ein paar Vorschläge, was wir machen können. Wir können uns also entscheiden, ob wir öffentlichen Sprachgebrauch oder privaten Sprachgebrauch oder auch akademischen Sprachgebrauch untersuchen, also nach Domäne. Die Medialität kann interessant sein. Ist es mündliche oder schriftliche Sprache? Da sind interessante Vergleiche möglich. Wir können uns anschauen, sind es eher monologische oder eher interaktive Textsorten? Ja, also gerade Blogtext, wenn wir uns Kommentarbereiche anschauen, die haben was sehr Dialogisches, Interaktives, und dann wird anders formuliert als in monologischen Texten. Und wir können auch zum Beispiel Textsorten uns anschauen, ja, dass wir versuchen, Werbeanzeigen zu erfassen, Geschäftsbriefe, Fußball-Live-Ticker, sowas wie Weihnachtsansprachen habe ich auch einen Korpus mal erstellt. Ja, das ist also möglich. Was auch möglich ist, und das wird sehr häufig gemacht, ist nach Entstehungsort und Entstehungsdatum vorzugehen. Und dazu mal nur ein Beispiel. Hier geht es um Feiertage, sowas wie Ostern, Weihnachten oder auch Pfingsten. Wie ist es bei Ihnen? Sagen Sie, an Pfingsten fahre ich zu meinen Eltern, oder sagen Sie, zu Pfingsten fahre ich zu meinen Eltern? Ja? Also ich sage an Pfingsten. Und ich komme ja auch hier aus dieser Ecke, bin also tatsächlich hier in der Mehrheit. Wenn Sie aus Sachsen kommen oder aus Thüringen und Sachsen-Anhalt, dann ist es wahrscheinlich eher erwartbar, dass Sie zu Pfingsten sagen. Ja? Und das ist auch eine Untersuchung, die auf Grundlage von Korpusdaten gemacht wurde, von Variantengrammatik.net. Ich hatte Ihnen das schon gezeigt. Ja, also würde mich interessieren, wie ist es denn bei Ihnen zu Pfingsten oder an Pfingsten? Und sind Sie gemäß dieser Karte in Ihrer Heimat in der Mehrheit oder in der Minderheit? Ja,
Wenn wir das so machen, wenn wir unsere Corpora so erstellen, dann können wir genau das machen, was Stefanovic fordert für die Korpuslinguistik. Wir können Untersuchungen anstellen in terms of the conditional distribution of linguistic phenomena in a corpus. Wir können schauen, wie verhalten sich die Konstruktionen an oder zu Ostern in Abhängigkeit vom Entstehungsort des Textes. Ja? Oder auch dem der Entstehungsort des Textes, dann gibt es eine gewisse Tendenz dazu, dass die Personen, die die Texte schreiben, auch dort aufgewachsen sind. Ja, das ist immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil wir können ja umziehen. Aber trotzdem gibt es da so eine Tendenz. Ja, und das wäre also genau das, was Stefanovic mit Conditional Distribution meint. Noch ein anderes Beispiel. Wir hatten besprochen in der Sitzung zum Thema Soziolinguistik 2, Standardsprache und Plurizentrik, die Frage, ob man anerkennen und ob man das abtrennen kann, ob man sage, ich anerkenne oder ich erkenne an. Und das kann man selber replizieren mit Hilfe von Corpora. Mit dem Korpus, was ich Ihnen gezeigt habe, nämlich das deutsche Referenzkorpus. Da können wir ein Archiv aufrufen, wo wir diese Suchanfrage einspeisen können. Nämlich wir suchen nach einem Personalpronomen am Satzanfang, ja, und dann kommt eben anerkennen, was als finites Verb gebraucht sein soll. Ja? Und dann finden wir zum Beispiel hier, sie anerkennt, ich anerkenne, also genau die Formulierung, die wir uns interessiert. Und jetzt können wir hergehen und können erstmal schauen, in welchen Quellen kommt es vor. Und dann sehen wir zum Beispiel sehr viele Belege hier im St. Galler Tagblatt und auch in der Zeitung Die Ostschweiz, sehr wenige Belege hingegen in der Braunschweiger Zeitung und auch bei den relativen Häufigkeiten zeigt sich das. Wir können jetzt noch ein anderes Metadatum wählen, also nicht nur Erscheinungsort im Sinne von Zeitung, sondern auch das Land. Und dann finden wir diese Verteilung, dass es in der Schweiz tatsächlich ja auch 100 Mal oder sogar 200 Mal so häufig ist wie in Österreich und in Deutschland. Ja, also das, was wir hier in dieser Karte haben, können wir mit wenigen Klicks selber replizieren, mit einer bisschen anderen Datenbasis, aber im Prinzip kommen wir hier zu dem gleichen Ergebnis. Ja, und auch das wäre Conditional Distribution, nämlich Entstehungsort hat Einfluss darauf, auf die Verteilung oder ob man anerkennen abtrennen kann oder nicht. Wir können nun auch Corpora, das haben wir gesehen, jetzt schon hier bei diesem Archiv, mit dem ich gearbeitet habe, was nach verschiedenen Ländern sich aufteilen lässt. Insgesamt können wir Corpora intern gliedern, um kontrastive Fragestellungen zu bearbeiten. Da möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, was wirklich großartig ist, ein großartiges Forschungsprojekt, das sogenannte Wendekorpus. Dort wurden Texte erfasst aus Ost- und Westdeutschland und zwar von Mitte 89 bis Ende 1990, also vor der Wende und nach der Wende. Ja? Und wie das gegliedert ist, zeige ich Ihnen jetzt. Wir haben erstmal das Gesamtwendekorpus, dann haben wir hier diese zeitliche Einteilung vor der Wende und nach der Wende und dann jeweils noch in diesen Subkorpora nochmals unterteilt in jeweils Ost und West. Und dann haben wir hier nochmals verschiedene Textsorten. Ja, Zeitungstexte, Flugblätter, Parlamentsreden und programmatische Texte. Und jetzt können wir ganz gezielt mal schauen, wie so ein Wort wie Sozialismus oder auch Freiheit oder Sicherheit oder andere interessante Wörter, wie die möglicherweise einen Bedeutungswandel erfahren haben in der Zeit, ob sie eine unterschiedliche Bedeutung haben in Ost und West und ob diese diese Bedeutungsunterschiede bestehen bleiben während der Wende, im Zuge der Wende oder ob es da eher zu einer Angleichung kommt. All das sind Fragen, die man sich auf Grundlage dieses Korpus stellen kann. Ja, großartiges Projekt. Wichtig ist, wenn wir solche Corpora bilden, Sie haben gesehen im Wendekorpus 3387 Texte, das sind natürlich Stichproben. Wir können nicht alle Texte erfassen oder in den seltensten Fällen alle Texte erfassen, die es da draußen gibt. Wir müssen uns immer entscheiden.
Wichtig ist aber, dass diese Stichproben repräsentativ sind. Was heißt repräsentativ? Sie müssen Schlüsse auf die Grundgesamtheit zulassen. Grundgesamtheit ist ein Begriff aus der Statistik. Das Grundgesamtheit ist die Menge aller Texte, die relevant wären, wenn wir nur genug Zeit hätten. Also eben tatsächlich alle Texte, die in Ost und West in diesen Textsorten in diesem Untersuchungszeitraum überhaupt produziert wurden. Ja, und wenn wir also Anlass haben dazu, dass wir Schlüsse ziehen können auf die Grundgesamtheit, dann ist unser Korpus repräsentativ. Und es gibt ein ganz wichtiges Problem dabei, nämlich wenn man die Grundgesamtheit nicht kennt, ja, dann können wir noch so viele Daten sammeln, wir werden nie wissen, ob wir schon bei Repräsentativität angelangt oder nicht. Das heißt, wenn wir Google-Suchtrefferzahlen berichten, ja, wir finden das manchmal früher auch in wissenschaftlichen Aufsätzen, hieß es dann, sie suchen nach einem bestimmten Wort, nach einer bestimmten Konstruktion und dann heißt es dann, da findet man auf Google 28 Millionen Treffer und das soll dann Beleg sein dafür, dass das gebräuchlich ist. Können wir nicht sagen, denn wir wissen nicht, wie viele Texte insgesamt auf Google zur Verfügung stehen. Das ändert sich auch ständig und Google legt die Daten nicht offen. Das heißt, Google-Suchtrefferzahlen sind einfach keine Belege, aus denen man irgendetwas schließen könnte. Ja, nur in Corpora, wo wir wissen, wie viele Texte insgesamt ausgewertet wurden und wie viele Treffer wir dann haben, können wir sowas wie relative Frequenzen angeben und das sind dann valide Belege für unsere wissenschaftlichen Aussagen. Wichtige Frage, die sich immer stellt, auch für Studierende, die selber Corpora erstellen, wie groß muss ein Korpus eigentlich sein? Und da kann ich Ihnen sagen, die ideale Korpusgröße, die gibt es nicht. Ja? Wir können das nicht pauschal sagen. Man kann mal so als Richtwert sagen, im Prinzip je mehr, desto besser. Ja? So große Korpora sind eigentlich immer besser als kleine Korpora. Aber trotzdem kann auch manchmal es durchaus legitim sein, nur sehr kleine Korpora zu bilden, wenn unsere Fragestellung sehr spezialisiert ist und wir auch zum Beispiel nicht nur nach Häufigkeiten von Wörtern suchen, sondern auch uns mit qualitativen Methoden eher interpretativ den Texten nähern und sowieso gar nicht alles bewältigen können, dann würden auch manchmal 10, 20, 30 Texte durchaus genügen. Ja? Also da kann ich Sie beruhigen, wenn Sie mal später mit Corpora arbeiten sollen, dass auch kleine Korpusgrößen erlaubt sind, in Anführungszeichen. Gut, wenn wir jetzt also Texte gesammelt haben, nehmen wir sowas wie Werbeanzeigen oder Wahlprogramme. Ja, jetzt kommt ja bald wieder die Bundestagswahl, dann wäre es doch eigentlich interessant, mal Wahlprogramme der einzelnen Parteien zu sammeln und möglicherweise auch noch aus den Wahlkämpfen davor. Und dann hätte man ein schönes Korpus. Was machen wir jetzt damit, wenn wir sie maschinenlesbar aufbereiten wollen, dass wir mit dem Computer und den computergestützten Methoden damit arbeiten können? Ein wichtiger Schritt in der Korpuslinguistik ist die sogenannte Annotation. Wir kennen das im Englischen Annotation. Das ist ein bisschen was anderes im Englischen, nämlich da sind auch sowas wie Anmerkungen, also Fußnoten, Erklärungen und so weiter damit gemeint. Annotation im linguistischen Sinne ist nochmal ein bisschen was anderes. Nämlich wir fügen den sprachlichen Daten linguistische Informationen hinzu. Und zwar interpretative linguistische Informationen. Und das Wichtigste ist das Part-of-Speech-Tagging, also die Wortartenzuweisung. Ja? Damit wir das machen können, müssen wir zuerst tokenisieren. Und wenn wir Part-of-Speech-Taggen, machen wir meistens auch noch was anderes, nämlich lemmatisieren. Das möchte ich Ihnen im Einzelnen erklären gleich, was das ist. Wichtig ist dabei zu sagen, das kann man manuell machen, die Annotation. Es gibt aber dafür auch Software, die uns dabei unterstützt. Die ist sehr, sehr zuverlässig. Mit bis zu 98%iger Wahrscheinlichkeit werden Wortarten korrekt zugeordnet durch die entsprechenden Tagger. Wenn wir annotieren, werden Corpora vielseitiger einsetzbar. Ja, und wir können auch abstraktere Suchen machen. Wir müssen nicht nur nach Wortformen suchen, sondern können eben auch nach syntaktischen Konstruktionen suchen. Wir können nach allen Adjektiven suchen, nach allen Wortformen des Verbs sein, inklusive gewesen, war, bin, bist und so weiter.
Das wird dann alles möglich, ja? Und deswegen ist das eigentlich ein Standard-Textverarbeitungstask bei der Erstellung von Corpora. Was heißt nun die einzelnen Schritte? Wir beginnen mal mit der Tokenisierung. Tokenisieren bedeutet, den Text zunächst mal aufzusplitten in einzelne Tokens, ja, in einzelne Bestandteile. Ein Text ist ja zunächst mal ganz simpel betrachtet einfach eine laufende Kette an Wörtern mit Leerzeichen dazwischen. Und wir können jetzt versuchen, das aufzusplitten. Und üblicherweise wird es dann vom Computer so gefasst, dass pro Zeile nachher ein Token steht. Warum sagen wir Token und nicht Wörter? Das sehen Sie hier in diesem Beispiel, nämlich auch der Punkt zählt als eigenes Token. Ja, der wird hier auch abgetrennt, weswegen wir sehen, dass wir nicht einfach nur bei den Leerzeichen trennen können, sondern da müssen wir ein bisschen komplexere Regeln formulieren, aber das machen eben Programme für uns. Beim Part-of-Speech-Tagging ist es dann so, dass jedem Token oder jedem Wort die Wortarten zugewiesen werden. Dafür gibt es dann bestimmte Tag-Sets, Abkürzungen. Das hier ist das Stuttgart-Tübingen-Tag-Set, mit dem im Deutschen meistens gearbeitet wird. Das müssen Sie dann einfach mal lernen. Da gibt es auch Listen, wo Sie sich das einprägen können. Und hier dann das Ergebnis, ja, also Substantiv, Artikel, Adjektiv, Normal Noun heißt es übrigens wiederum Adjektiv. Das ist eine Präposition, ein Artikel und das hier ein satzbeendendes Satzzeichen. Ja? Und dann können wir eben zum Beispiel nach Präpositionalphrasen suchen, apr, ad, adja, nn, ja, und dann mal gucken, was es noch für andere Präpositionalphrasen im Korpus gibt. Und schließlich noch die Lemmatisierung. Das bedeutet, dass jedem Wort die unflektierte Grundform zugewiesen wird. Das ist konventionell, meistens bei Substantiven der Nominativ Singular, es ist bei Verben der Infinitiv, ja, das sind Festlegungen, das ist in anderen Sprachen noch anders, aber im Deutschen ist es eben meistens so. Beim Artikel ist es hier die weibliche Form, die hier als Standardform herangezogen wird. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel nach sprachlich als Lemma suchen, finden wir sprachlich her, sprachlich es, sprachlich hem, sprachlich, all das wird erfasst. Es gibt noch eine Reihe von anderen Annotationsmöglichkeiten. Es gibt sowas wie Named Entity Recognition, dass Eigennamen erkannt werden, auch bestimmten Klassen zugewiesen werden. Es gibt auch noch komplexere Annotationen nach solchen syntaktischen Funktionen, ja, also subjektive, Objekte und so weiter, und dass es sich hier um hypotaktische Einbettungen handelt. All das macht der Computer für uns. Da gibt es Programme, wenn Sie sich dafür interessieren, rufen Sie mal stanza.run auf und schmeißen mal einen Probetext rein, um zu schauen, wie der Computer damit arbeitet, solche syntaktischen Annotationen vorzunehmen. Ja? Faszinierende Technologie. Wir hatten von Tokens gesprochen. Und da gibt es eine ganz wichtige Unterscheidung in der Linguistik, nämlich zwischen Types und Tokens. Das ist eine Unterscheidung, die auf Charles Sanders Peirce zurückgeht, Zeichentheoretiker. Sie kennen vielleicht noch die Unterscheidung zwischen Symbol, Ikon und Index, seine Zeichentypen, und Types und Tokens ist eben auch eine Unterscheidung von ihm. Das ist zentral für die Korpuslinguistik und das müssen Sie wirklich begreifen. Wenn Sie es nicht verstehen, fragen Sie bitte, bitte nach. Es ist wirklich wichtig. Ich mache es an einem Beispiel klar. Wir können uns mal den Koalitionsvertrag 2018 anschauen. Und wir machen eine Tokenisierung, wie ich es Ihnen gezeigt habe, pro Zeile ein Token und gucken dann, wie viele Zeilen ist jetzt dann der Koalitionsvertrag lang. Und dann stellen wir fest, 69.128. Ja? Also Wörter plus Satzzeichen. Dann werden wir aber schnell merken, dass es einige Wörter gibt, die mehrfach verwendet werden. Ja? Und wenn wir jetzt schauen, wie viele verschiedene Wörter und Satzzeichen kommen eigentlich vor, dann wird es wesentlich weniger. Dann finden wir nämlich nur 11.019 verschiedene. Ja? Also wir können nach Duplikaten suchen und alle Dubletten rausschmeißen.
dann kocht es weiter ein, dann bleiben am Ende nur noch 11.000 verschiedene Wörter übrig und das sind die Types. Ja? Types, die verschiedenen Wörter in einem Korpus und Tokens, insgesamt die Gesamtwörteranzahl. Ja? Wenn wir bei Word die zählen lassen, wie viele Wörter ihr Text lang ist, dann zählt der Tokens. Für Types braucht es andere Programme. Es ist nämlich so, wenn wir jetzt mal schauen beim Koalitionsvertrag, dann finden wir als häufigste Types Punkt, mit Abstand das häufigste, und dann kommt und, die, Komma, der, wir, für, in, werden, wollen, den. Das sind die Wörter, die am häufigsten verwendet werden, manche bis zu mehrere hundert Mal. Andere hingegen kommen nur ein einziges Mal vor, andere Wörter. Nehmen wir das nochmal an diesem Textbeispiel, in diesem Beispielsatz. Und ich versprach ihr, dass ich ihr das Buch wiedergeben würde. Dann können wir jetzt mal die Tokens zählen und die Types. Wir stellen fest, wenn wir Satzzeichen als eigene Tokens mitzählen, dann sind es 13 Tokens. Ja? Und ich versprach ihr, dass ich und so weiter. Wir sehen aber, dass es manche Wörter gibt, die doppelt vorkommen. Ja? Zum Beispiel ich kommt zweimal vor. Genauso kommt auch ihr zweimal vor und die müssen wir dann sozusagen rauskürzen, dann bleiben 11 Types übrig. Ne? Ganz wichtige Unterscheidung, die Sie sich bitte einprägen. Annotationen hatten wir besprochen, jetzt fehlen noch die Metadaten. Metadaten sind Textinformationen, die die Beschaffenheit des Textes beschreiben, gemäß den Kriterien der Korpuszusammenstellung. Ja, also nehmen wir an, wir haben uns interessiert für Sprachwandel, dann werden wir ja Texte aus verschiedenen Zeitstufen zusammengefasst haben und deswegen ist das Entstehungsdatum eines Textes ein ganz wichtiges Kriterium, eine ganz wichtige Information über den Text, aber das steht nicht unbedingt im Text selbst mit drin. Ja, das müssen wir zusätzlich erfassen. Typische Metadaten sind sowas wie Textsorte. Ist es ein Live-Ticker? Ist es eine Werbeanzeige? Publikationsdatum? Quelle? Kommt es aus dem Spiegel oder aus der Süddeutschen Zeitung? Medialität? Ne? Internet, Print und so weiter. Wir können auch Untersuchungen machen, dass wir das Geschlecht der Autorin oder des Autors versuchen zu erfassen, wenn wir uns für geschlechtsspezifische Unterschiede interessieren sollten. Ja, all das sind mögliche Metadaten. Und wichtig ist nun, wie man diese Metadaten erfasst. Und dazu muss ich mal ein bisschen technisch werden. Denn es ist ja so, dass aus Nutzendenperspektive Metadaten eben doch manchmal Teil des Textes selbst sind. Nur mal ein Beispiel. Wenn man sächsische.de aufruft, das habe ich hier mal gemacht, vor einiger Zeit, dann findet man hier so einen typischen Artikel. Jetzt schauen Sie mal hier, wir finden sowas wie Sachsen, 6.05.2019, 15.16 Uhr, Publikationsdatum. Dann haben wir hier die Überschrift, wir haben hier die Autorin und all das ist Teil des Textes. Ja? Und jetzt möchten wir aber einen Korpus erstellen und möchten versuchen, all diese Dinge separat zu erfassen. Also Autor, Publikationsdatum, Ressort, auch irgendwo steht auch noch, dass es Sächsische Zeitung ist. Auch das ist für uns ein eigenes Metadatum. Wie machen wir das? Und tatsächlich ist es so, dass im Hintergrund gerade von webbasierten Texten das eben tatsächlich schon separat erfasst ist. Ja? Und zwar im HTML-Texten ist das normalerweise schon so gelöst. HTML, kennen Sie vielleicht, bedeutet Hypertext Markup Language, Markup Auszeichnung, ist also eine Auszeichnungssprache. Und das heißt, dass zumindest im Hintergrund, also nicht am Screen, aber im Quellcode, sind Text und Metadaten eben tatsächlich sauber getrennt. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht am Beispiel, was ich Ihnen gezeigt habe. Hier haben wir nämlich hier Article Section Published At. Alles, was hier zwischen diesen Klammern steht, ist das Publikationsdatum, das hier soll die Überschrift sein. Dann finden wir hier Article Author. Ja, und dann gibt es noch ein anderes Dokument, wo die CSS-Styles beschrieben sind, wo gesagt ist, dass alles, was zwischen diesem Text steht, soll in Großbuchstaben geschrieben sein, das in dieser Schriftgröße, das hier soll fett gedruckt sein und so weiter, alle möglichen Dinge. Und das kann sich dann ja auch ändern. Ja? Aber der eigentliche Text ist hier wirklich nur der reine Text.
Und genau das können wir jetzt auch überführen in eine korpuslinguistische Repräsentation. Dann verwenden wir einen Standard, der sich XML nennt. Die sogenannte Extendable Markup Language. Die ist ganz ähnlich wie HTML, ist aber ein bisschen restriktiver. Und hier finden wir jetzt sogenannte Attribute, XML-Attribute. Sie erkennen hier unschwer wieder unsere Metadatenkategorien, Site-Name, also die Quelle, der Titel des Textes, Autor, Datum und hier die URL, wo wir es nachlesen können, dann die einzelnen Values und hier unten dann der eigentliche Text und zwar auch wiederum in annotierter Form. Und jetzt versuchen wir es an diesem Beispiel uns nochmal zu vergegenwärtigen. Wir haben hier oben also den Block mit den Metadaten, ja, erfasst als XML-Attribute. Wir haben dann hier die Primärdaten, also der eigentliche reine Text. Genau genommen müsste ich hier diese Tag-Klammern nochmal mit rausnehmen. Eigentlich ist nur das hier wirklich der eigentliche Text. Und wir haben dann hier die Annotationen, die wir nachträglich hinzugefügt haben, damit wir dann eben gezielt nach Adjektiven und so weiter suchen können. Wichtig ist, Sie müssen das nicht im Einzelnen nachbeten können. Ja, ich werde Ihnen keine Frage in der Klausur stellen, wie funktioniert XML. Ja, aber Sie müssen die Unterscheidung verstehen zwischen Metadaten, Primärdaten und Annotationen. Und ich wollte Ihnen einmal gezeigt haben, dass wir technische Möglichkeiten haben, das auch im Text abzubilden. Und vor allem ist es so maschinenlesbar, denn es ist jetzt ohne Probleme möglich, dem Computer zu sagen, suche mir Adjektive raus in Texten, die im Jahr 2019, 2018, 2017 und so weiter entstanden sind. Ja, dann können wir unsere Suche eingrenzen auf Texte aus bestimmten Zeitungen. Und wir könnten jetzt auch noch hier das Geschlecht von Author mit erfassen. Dann könnten wir auch das gezielt abfragen. Dafür gibt es Programme, die das machen, um aber zunächst mal von dieser Repräsentation hier hinzukommen. Auch dafür gibt es Tools, aber damit Sie wirklich flexibel sind, möchte ich einen Ratschlag Ihnen gerne erteilen, nämlich lernen Sie programmieren. Sie werden jetzt denken, wieso ich will Deutschlehrerin oder Deutschlehrer werden oder wieso ich will doch nur Linguistin werden. Es ist eine ganz wichtige Grundlagenkompetenz, die Ihnen große, große Spielräume eröffnet, gerade wenn Sie mit computergestützten Methoden arbeiten. Wir bieten bei uns an der Professur regelmäßig Programmierkurse an und auch im Netz gibt es genügend Tutorials. Ich schlage vor, lernen Sie Python, damit sind Sie auf der sicheren Seite. Das wär's für heute. Wir werden uns in der nächsten Sitzung dann vor allem auch mit Anwendungsmöglichkeiten der Korpuslinguistik beschäftigen. Also sehen Sie es mir nach, dass es heute vielleicht ein bisschen trockener war. Wir werden beim nächsten Mal dann sehen, was man für tolle Dinge mit diesen Korpora und mit so aufbereiteten Daten anstellen kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit und tschüss.